Grüß dich. Heutiges Evangelium möchte uns erklären, was eigentlich Reich Gottes ist. Und ich glaube, das von am wichtigsten ist, das Reich Gottes ist nicht etwas, was irgendwann sein wird, was sehr weit weg von unserem Leben ist, hier und jetzt. Etwas, was ich irgendwann wird kommen, etwas, was wir in religiösen Konzepten einschließen können, etwas, was wir an eine bestimmte Glaubensbekenntnis einschließen können. Ich glaube, dass Jesus Denkgut ist etwas, was viel mehr bringt. Und wir können das egal mit dieser Metapher auch anfangen, wenn wir nicht unbedingt sehr religiös sind. Weil das ist etwas, was uns alle bewegen kann. Und das liebe ich in dem Evangelium und sehe ich diese Universalität darin, weil die nicht einfach abschiebt jemanden, der einfach nicht ein Teil von der Kirche ist, dieser oder jener. Weil das kann für jeden etwas bedeuten. Es ist nicht etwas, was jemanden rausschließen möchte, weil ich denke, dass viele könnten wahrscheinlich damit anfangen, was das mit dieser Metapher, dass am Anfang gibt es, Reich Gottes ist etwas, was uns ermöglicht, einfach dieses Wachstum. Reich Gottes ist dieses, unser Entwicklungsprozess. Reich Gottes ist das, was hinter dieser Entwicklung steht. Also wir haben einen kleinen Korn. Und was macht diesen ganzen Prozess möglich, dass wir uns entwickeln? Das ist das Reich Gottes. Das ist etwas, was uns erlaubt, was uns auch dabei auf unserem Weg ist, uns zu entwickeln. Wenn wir aufhören, uns zu entwickeln, wir sind irgendwie, wir bestreiten dieses Reich Gottes. Wir sagen, wir leben nicht nach diesen Prinzipien. In dieser Entwicklung, in diesem immer mehr das zu sein, was wir eigentlich in unserem tiefsten Sinne sind, das ist eben Reich Gottes. Und noch etwas, dies ist nicht nur, damit wir besser sind, damit wir uns mehr entwickeln für uns. Nein, es ist in diesen beiden Metaphern, dient dieses Wachstum auch dem anderen, so wie Baum bekommt ein Baum, also jetzt von diesem kleinen Korn wird Baum, aber das hilft etwas anderes, an etwas anderem, anderen Menschen, anderen, zum Beispiel Menschen, die unter diesem Baum Schatten finden, aber auch den Vögeln, die ihre Nester dann auf diesem Baum bauen können. Also wir entwickeln uns und werden immer mehr, nicht nur für uns selber, das andere wird auch etwas dienen. So ist mein Verstand. Ist der mit mir deins?